Denn mit einer tierischen Idee könnte der Kreistag heute beschließen, dass es doch weitergeht. Antenne-Reporterin Gudrun Rüttenberg kennt das neue Altranfter Museumskonzept. Es soll ein lebendiges Museum werden mit Menschen und Häusern, die Geschichten erzählen, meint Kenneth Anders vom Büro für Landschaftskommunikation Neutraunung. In Altranft soll es gackern, quieken und grunzen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir als allererstes versuchen wollen, das Gespräch mit den Altranftern darüber zu führen, zu sagen, könnt ihr denn nicht hier oder dort Ziegen halten, Schafe halten? Tiere machen Atmosphäre und das ist etwas, wofür wir die Altranfter gleich mal ganz von vornherein brauchen. Kenneth Anders hat gemeinsam mit einem Team ein Konzept zur Neuausrichtung des Freilichtmuseums erarbeitet. Neuausrichtung heißt für ihn auch zu fragen, was können wir aus der Dorfgeschichte lernen? Die Menschen früherer Jahrhunderte haben häufig gerade im ländlichen Raum in einer sehr großen Armut gelebt, dass Menschen mit ihren Ressourcen wahnsinnig sparsam umgegangen sind. Und da ist meines Erachtens durchaus eine Möglichkeit zu fragen, wie kann denn in einer Gesellschaft, die keine Not leidet, Nachhaltigkeit begründet werden, wenn wir eigentlich nicht gezwungen sind, so sparsam mit den Dingen umzugehen? Das ist eine offene Frage. Ein Museum sollte sich öffnen, um das Leben einer ganzen Region wieder zu spiegeln, heißt es in dem Konzept. Dazu gehören entstaubte Heimatstuben in den Dörfern, genauso wie Künstler und Zugezogene, die das Oderbruch immer mehr für sich entdecken. Landrat Gernot Schmidt wird das Konzept heute in der Kreistagssitzung zur Abstimmung vorlegen. Denn gerade das Oderbruch, viele Leute machen sich auf, diese Region zu erkunden. Sie bringen viele Dinge mit aus der Welt und wir wollen sie mit einbinden. Und das ist interessant. Vorausgesetzt, dass die Abgeordneten zustimmen, zahlen der Kreis und die Stadt Bad Freienwalde 500.000 Euro jährlich, um das neue Altranfter Museumskonzept auf den Weg zu bringen. Auf dieser Basis füllt dann auch die Kulturstiftung des Bundes den finanziellen Topf auf. Nach 5 Jahren schauen alle Geldgeber, ob sich die Investition gelohnt hat.